120 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem für Vereine. In Zeitz feiert in diesen Tagen der Reit- und Fahrverein Zeitz Bergisdorf e.V. dieses Jubiläum. Um sich bei den Vereinsmitgliedern, Freunden, Sponsoren und Förderern zu bedanken, lud der Verein diese im April zu einem kleinen Festakt ein. Ja, wir feiern heute als Verein natürlich ein seltenes Jubiläum. Wir sind bei 120 angelangt und das, denke ich, ist für uns als Reitvereine in der Region, vielleicht auch deutschlandweit, nicht allzu vielen vergönnt, dass sie zu so einem Jubiläum aufrufen können oder einladen dürfen. Und wir sind heute ganz glücklich, dass diese vielen Gäste hier zu uns gekommen sind und uns gemeinsam nochmal die 120 Revue passieren zu lassen. Die Sportfreunde um Ernst Ebenhoch hatten sich so einiges einfallen lassen, um einen unvergesslichen Abend zu gestalten. Unvergesslich wurde er natürlich auch für die Vereinsmitglieder, denn aus den Händen des Sportministers Holger Stahlknecht erhielten die Reiter eine ganz besondere Auszeichnung: die Sportplakette des Bundespräsidenten. Wir sind geehrt worden vom Bundespräsidenten für die jahrelange Arbeit im Verein und in unserem gesamten Umfeld von Zeitz. Wir bereichern Zeitz mit unserer Sportarbeit und insofern sind wir ganz stolz, dass hier nun diese Sportplakette vom Bundespräsidenten im direkten Sinne auch von unserem Sportminister Holger Stahlknecht übergeben worden ist. Und da denke ich mal, das ist schon eine Ehrung, wo wir rüber stolz sein können oder dürfen. Also es ist ein toller Verein mit einem tollen Sport und es geht nur mit Ehrenamtlichen, denen ich wirklich danke, und auch der Vorsitzende Ebenhoch, der das ja seit 50 Jahren hier macht, der Motor, der die Seele ist. Man merkt das ja auch, wenn wir solche Menschen nicht hätten mit seinem Team zusammen, dann wird sowas nicht möglich sein. Dafür gilt mein Dank. Und deshalb hat der Bundespräsident mich auch gebeten, heute seine Grüße auszurichten und dann eine Anerkennung hier auszusprechen. Wir haben ja die Ehrenplakette des Bundespräsidenten heute im Gepäck gehabt und ich habe sie ihm gerne übergeben. Die 70 Mitglieder des Vereins sind sehr engagiert. Zu den Turnieren versuchen sie immer wieder erfolgreich, nicht nur dem Pferdesport eine entsprechende Plattform zu bieten. Auch der angestrebte Showcharakter der Veranstaltung in Zeitz Bergisdorf ist bei Zuschauern und Aktiven beliebt und macht diese Turniere zu einem regelrechten Publikumsmagneten. Aber auch sportlich kann sich der Verein durchaus sehen lassen. Wir haben jetzt hier reitet gerade unsere Juliane Dietrich ein, die im Behindertensport vergangenes Jahr bei der Special Olympics einen zweiten Platz belegt hat, also eine ganz tolle Leistung gebracht hat. Dann sind natürlich unsere Turnierreiter, die im regionalen Bereich ganz aktiv sind, und im Kinderbereich bemühen wir uns, die Kinder so heranzuführen, dass sie zur Turnierreife in irgendeiner Zeit mal so weit sind. Der Pferdesport ist von Zeit geprägt, also da geht nichts übers Knie zu brechen. Dort muss Grundausbildung da sein und dann muss Liebe vermittelt werden zum Tier. Und dann denke ich mal, dann kann das so gelingen. Begrüßen konnte Ernst Ebenhoch an diesem Tag auch Gäste, die vor 80 Jahren selbst an Turnieren in Zeitz teilgenommen hatten. Die Leistungen des Vereins wurden an diesem Abend von allen Anwesenden gewürdigt. Reitsportfreunde, Sponsoren und auch die Lokalpolitiker fanden durchweg nur lobende Worte. Also wenn man so ein Engagement wie stellvertretend hier, 120 Jahre Reitverein in Zeitz, und sieht, wie viel Nachwuchsarbeit, wie viel ehrenamtliches Wirken und das sicherlich an anderen Stellen auch noch. Es ist schon wichtig, als wichtige Begleitung hier als Sportart, die auch im Therapiesinne, im Behindertenbereich, aber auch vor allen Dingen für die Kinder eine wichtige Bereicherung darstellt, und aus diesem Grund würde ich das immer unterstützen. Der Reit- und Fahrverein Zeitz Bergisdorf e.V. ist einer der aktivsten Vereine in der Region. Das heißt, er wirkt ganz aktiv bei verschiedenen Veranstaltungen mit. Wir kennen die große Hubertusjagd, die hier in Zeitz jährlich stattfindet. Wir kennen die Reitturniere, die alle öffentlich sind, und natürlich auch die großartige Jugendarbeit des Vereins. Und damit ist er einer der Vereine, die die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Stadt nach außen sehr gut präsentieren. Immer wieder ist der Verein auch aktiv bei Veranstaltungen der Stadt Zeitz und auch im Umland dabei. Ob zu Pferd oder mit hervorragend aussehenden Kutschen, sie sind immer eine Augenweide. An diesem Abend wurde erst einmal ausgelassen gefeiert, doch die nächste große Herausforderung ist bereits in Sichtweite.
Vom 1. bis 3. August werden sich wieder hunderte Zuschauer und Aktive zum diesjährigen Reit- und Springturnier in Zeitz-Bergisdorf treffen.